Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum nächsten Part. Und dann wollen wir mal hier wieder alles einsammeln. Ein Cup in schlechtem Zustand haben wir da noch gehabt. Und da drüben noch eine Handaxt. Einen schwachen Mana-Trank, da lümmert man schon Mana rum. Beziehungsweise Lümmerte, da ist noch einer. Gib ihm. Komm schon, zack. Wunderbar. Ja. Ich hoffe, euch hat der letzte Part ein wenig gefallen. Ich bin gerade am Überlegen, über was wir denn diesmal reden könnten, denn so viel anstrengend ist es jetzt noch nicht. Aber die Themenwahl ist ein wenig beschränkt. Ich würde jedoch gerne mal ein bisschen darauf zu sprechen kommen, wie die Entwicklung der Spiele sich zurzeit echt vorangeschritten hat. Denn wir sehen, Diablo 1 war noch sehr, sehr... Ich bin überladen. Einseitig gebaut, sagen wir es mal so. Warum habe ich jetzt schon wieder das gesamte Inventar voll? Alter Schwede. Ist viel zu oft zurück. Wie können wir das mal gerade hier? Zack. Egal. Zurück zum Thema. Ihr habt vielleicht Evolent bei mir schon gesehen. Und dort wird ja auch die gesamte Spieleentwicklungsgeschichte von 2D-Grafik zu 3D-Grafik zu HD-Grafik und sonstiges aufgefasst und spielerisch ganz lustig erzählt. Ich finde, die Entwicklung ist prächtig gelaufen und früher hat man immer so gesagt, ja, die Spiele können noch nicht sonderlich stark entwickelt werden, da die Hardware nicht hinterherkommt. Mittlerweile, glaube ich, sieht es aber genau andersrum aus, dass die Software bei der Hardware hinterherhängt. Und diese Entwicklung finde ich doch ganz nett, wenn wir mal ehrlich sind. Wir haben es wirklich geschafft, innerhalb von diesen kurzen, also in diesem kurzen Zeitraum, diesen paar Jahren, es wirklich hinzukriegen, ein System zum Laufen zu bringen, was dermaßen stark wächst, dass dann immer wieder darauf hingewiesen wird, dass der PC ja angeblich am Aussterben wäre. Siehe Berichte irgendwelcher selbsternannten Computerexperten, Prognosen, Experten, whatever. Zugegeben, der Markt der Spiele ist in natürlich Europa, beziehungsweise eher Deutschland, noch am größten, was die PC-Spiele angeht. Konsolenspieler sind, was das angeht, auf dem Vormarsch. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt gegen Konsolenspieler wäre. Es soll lediglich heißen, dass... warum kann ich da nichts entzahlen? Verdammt. Ich will da nicht... Was geht denn jetzt ab? Hä? Ach, abheben. Verdammt. Nein. Ja, gut, das geht ja nicht. Ach, da habe ich es vertauscht. Entschuldigt. Ja, also... Die, Branche der PCs ist natürlich in Deutschland etwas höher, auch was die Spiele angeht. Die Consoleros haben natürlich auch ihre volle Daseinsberechtigung. Ich spiele ja selbst auch Konsole, hab Xbox, hab PlayStation, alles pipapo. Nur wenn man sich überlegt, wie großartig der Markt der Konsolen aufgebaut wurde, theoretisch verdanken die Konsolen ihre Entwicklung ja auch der Spielebranche. Und die hat nun mal mit dem PC angefangen und ich hoffe auch, dass sie niemals aussterben wird. Ich bezweifle es ehrlich gesagt, denn ich spiele lieber am PC. Hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich irgendwie ja, es nicht mögen würde, an der Konsole zu spielen. Natürlich macht das Spaß. Auch ein Handheld macht Spaß. Also Handheld wie Game Boy Color damals oder sonstiges auch alles gehabt. Aber so der heimische PC mit einer schönen Soundgrafik, mit allen möglichen Funktionen, die ich direkt benutzen kann, da muss ich nicht immer irgendwie alles umherschmeißen, sondern habe meine Programme, habe vor allen Dingen fast alle Programme, kann damit direkt Social Network betreiben, nebenbei was zocken, ich kann... Ja, es hat einfach viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Spielraum, auch hier zum Beispiel diese Let's Plays aufzunehmen. Natürlich gibt es mittlerweile auch Programme und solche kleinen Software- bzw. Hardware-Geräte,
von diversen Anbietern, die quasi so einen Mittelweg darstellen, um von der Konsole aufzunehmen. Die sind zum Teil aber auch noch relativ teuer. Und zum anderen... Ja, wie soll ich sagen? Ich weiß nicht, ein Spiel, das von der Konsole aufgenommen wird... Ich finde das teilweise nicht schwerer oder sonstiges, aber... Ich muss am PC ja selbst wieder die Datei im Endeffekt so konvertieren, wie ich es haben möchte. Dann kann ich es theoretisch auch direkt am PC machen, spare mir die Arbeit vom Hin- und Herziehen oder sonstiges. Da finde ich alleine schon die Komfortfunktion des PCs wiederum für mich einfacher. Muss ich einfach so sagen. Und auch sonstiges mit Musik mixen oder sowas, das geht ja auch schlecht an einer Konsole. Also, dass der PC aussterben wird, ich weiß nicht, diese Prognosen finde ich als sehr fälschlich und sehr, auf die Firmen eher bezogen. Ich glaube, dass diese selbsternannten Experten oftmals nur dann profitmäßig solche Diagnosen aufstellen und nur darauf achten, was sich halt gerade am meisten verkauft. Aber wenn man sich auch überlegt, die PCs existieren schon deutlich länger als alle möglichen iPods, iPads und sonstiges. Es hat wahrscheinlich kaum ein Haushalt mehr in Deutschland nicht einen Rechner, selbst wenn der uralt ist. Aber darauf kommt es ja nicht an, sondern je nachdem, wie viel die Leute halt eben auch den PC benutzen, dementsprechend wird dann entweder ein neuer gekauft, wenn es soweit ist, oder nicht. Der alte wird noch behalten, bis er nimmer kann. Und genau das finde ich bei solchen Prognosen nämlich der Knackpunkt. Die neuen PCs, die werden dann natürlich auch nur von den Leuten gekauft, die mal eine neue Hardware brauchen oder sonstiges. Die restlichen kommen noch zurecht. Das heißt, der Markt kann ja nicht einfach noch 10.000 Jahre weiter boomen. Der muss ja irgendwann eine kleine Stagnationsphase erhalten, bis dann irgendwann die Spiele wieder eine zu große Anforderung an die Hardware stellen, sodass sie nachlegen müssen. Aber, ja, die Konsolen sind da halt etwas hinfälliger, muss ich so sagen, weil sie eben nicht aufrüstbar sind. Die Konsolen, dann gibt es eine neue Generation, dann muss die neue Generation gekauft werden. Weiterhin gehen kann man dann aber sagen, auf der Konsole hat man die Sicherheit, dass die Spiele dann auch laufen. Das hat man beim PC leider oftmals nicht. Auch diese alten Schinken hier wie Diablo laufen unter den neuesten Windows-System nicht unbedingt immer perfekt oder rund. Muss man auch manchmal viel Arbeit investieren, um die Dinger überhaupt lauffähig zu kriegen. Was natürlich dann auch auf lange Sicht frustrierend sein kann. Ja gut, aber ich meine, wenn man sich damit ein bisschen auskennt, dann klappt es ja doch. Und so viel schwerer ist es im Endeffekt auch nicht. Den neuen Fertigkeitspunkt legen wir mal hier auf Skelettbeherrschung weiterhin. Und zahlen das ganze Gold mal ein. Das ist natürlich auch relativ nützlich. Falls ihr sterben solltet, müsst ihr das ganze Gold nicht nochmal bei eurem Charakter einsammeln, sondern habt es direkt hier drin gespeichert. Ich hoffe, ich langweile euch nicht mit diesen Themen, die ich da anschneide. Und hoffe, es ist interessant genug für euch. Dass euch, also, das heißt interessant genug für euch, dass euch das halt interessiert. Das kann ich halt leider nicht so wissen. Ist jetzt von mir Pilotprojekt, da über Diablo 2 immer mal wieder so ein paar Themen anzureißen. Und ja. Wir haben halt während der Grundmetzlerei ein bisschen wenig an Storyline zu erzählen oder erzählen. Entschuldigung, da bin ich ins Blatt gefallen. Ja. Da hätte ich allerdings auch mal eine Frage, falls sich jemand das hier gerade ansieht. Was haltet ihr eigentlich davon, wenn man nicht immer nur auf Hochdeutsch redet, zum Beispiel in Let's Plays, sondern auch mal den herkömmlichen Dialekt seiner Region einfließen lässt? Oder ja, ich wüsste gerne da mal eine Meinung zu, ob das für die Leute okay ist oder nicht. Ich bin ja jetzt noch nicht so lange dabei und muss ehrlich gesagt gestehen, dass ich mir darüber schon Gedanken gemacht habe. Was ist, wie kommt es bei den Menschen an? Mögt ihr vielleicht sogar Dialektsprache hin und wieder oder wollt ihr einen, den man definitiv verstehen kann und nicht nachfragen muss, was heißt denn das Wort jetzt, was er da gefaselt hat?
oder geredet. Ja, das würde mich halt mal so ein bisschen interessieren. Hoffe, dass mir auch da Feedback zukommt. Und ich da vielleicht mal ein bisschen eure Meinung sehen. Des Weiteren könnt ihr mir gerne auch noch Vorschläge erteilen. Ich habe ja gesehen, bei Akara können wir zurücksetzen unsere Fähigkeitspunkte. Wie ich mal den Totenbeschwörer, wenn ihr da ein bisschen mehr Ahnung habt als ich habe das Spiel ja bis nie weiter als den zweiten Akt gespielt, skillen sollte. Ich habe da auf jeden Fall immer versucht, halt mit dem Knochenspeer am Schluss rumzuheizen. Weiß halt nicht, ob das so fürs Endgame dann auch passend ist. Könnt ihr mir auch gerne schreiben. Feedback wird angenommen. Da ich allerdings ein paar Folgen im Voraus aufnehme, ja, also die wird dann nicht direkt in der nächsten Folge angewendet werden. Der Vorschlag kommt ja auch dann theoretisch drauf an, wann ihr den Kommentar schreibt. Ich werde nämlich versuchen, auch Diablo 2 hier zügig fertigzustellen, damit wir noch ein paar weitere Projekte zu Gesicht bekommen. Zum Beispiel steht den Monat auch noch Metro Last Light an. Aber ich glaube, sobald das hier oben ist, ist das andere schon längst draußen. Ja, ich sollte mir mal zeitlich ein bisschen einen Plan machen. Das ist auch gar nicht so einfach, weil ich oftmals mit den Rechten, Urheberrechten und sonstiges in Kontakt mit den ganzen Publishern treten muss. Dann habe ich die Rechte und dann fängt an YouTube mich zu fragen, ob ich überhaupt die Rechte hätte. Dann muss ich mit YouTube kommunizieren, ja, ich habe die Rechte, nein, ich habe die Rechte nicht. Okay, eigentlich ja, ich habe die Rechte, aber wenn es dann zum Beispiel bei einem Spiel ist, bei dem ich alle Parts hochgeladen habe, ich habe die Erklärung, gebe es auch überall an, dass ich diese Erklärung besitze, aber dann muss ich es für jeden einzelnen Part machen. Das dauert dann immer wieder etliche Zeit, bis sie das fertig haben und bis ich dann auch irgendwie mal dazu komme, die Parts ordentlich euch öffentlich machen zu können. Ach man, die letzten Skelette. Kommt schon. Da liegt jetzt wieder ordentlich was rum. Und vor allen Dingen verdammt viele Heiltränke. Was haben wir denn da? Einen großen Zauber. Großer Zauber, ihn in Fahrt behalten, um Bonus zu erlangen. Geschicklichkeit plus 3, okay. Da haben wir nochmal eine Scherbe. 21 verbesserte Verteidigung. Angreifer erleiden Schaden von 1. Naja, gut, das brauchen wir nicht. Aber ein Ring Bronzener für Angriffswert. Zuluszähne, ja gut, brauchen wir auch nicht unbedingt. Einen Heiltrank, ja, den können wir verschmähen. Das ist nicht so wichtig. Bessere Gegenstände sind natürlich zu haben Vorrang. Und wieder ein Level Up. Wunderbar. Freue ich mich. Dann gebe ich dem doch gleich mal ein neues. Da wieder so ein Elite-Vieh platt gemacht. Nee, da müssen wir mal wieder zurück. Sonst ist unser Inventar zu voll. Und wir kriegen hier gar nichts mehr mit. Noch kurz hier eine kleine Runde gedreht. Die auch erledigt. Und dann sammeln wir da gleich alles andere ein. Level Up, wo gehen wir drauf? Ein bisschen mehr Vitalität würde meinem ganz gut tun. Der steht schließlich auch ein bisschen an der Front. Und ja, dann können wir jetzt sogar schon unseren ersten Tongolem beschwören. Den nehmen wir natürlich auch mit. Den legen wir auf F2. Und dann beschwören wir das Ding doch auch kurzerhand mal. Da sehen wir unser Tongolem. Wir sehen sogar die Lebensleiste von ihm. Und er sieht schon deutlich besser aus als der aus Diablo 1. Der Tongolem bleibt, glaube ich, auch, bis er kaputt ist. Boah. Okay, dann begeben wir uns mal zurück in die Stadt. Die Kreaturen kommen auch immer alle mit. Also man muss Gott sei Dank nicht immer wieder alle neu beleben, aber das habt ihr mittlerweile auch schon mitbekommen. Der Orden heißt euch willkommen. Ich verkaufe hier noch ein bisschen und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann, Leute.